Hallo, Gottesessen. Die Pflanzen, Samen und Nüsse sollen deine Nahrung sein. So steht es in der Bibel. Das ist ein klares Bekenntnis zu einer pflanzenbasierten, vitamin- und nährstoffreichen Ernährung. Pures, gesundes, kostenloses Vitamin C. Wo ist es zu finden? In den Hagebutten. In meinem Fall sind das wilde Rosen. Das Vitamin C in den Nahrungsergänzungsmitteln ist aber Ascorbinsäure. Das hat mit Vitamin C genauso viel zu tun wie ein Scheibenwischer mit deinem Auto. Der skrupellose, gewinnorientierte Mensch hat schon immer versucht, einfache, in der Natur vorkommende Inhaltsstoffe zu isolieren, in eine Pille zu pressen und dann unter das gutgläubige, naive Volk zu bringen. Das hat mit dem Vitamin A, der Möhre, dem Beta-Carotin nicht funktioniert und funktioniert mit dem Vitamin C ebenfalls nicht. Nur unverfälschte, naturbelassene pflanzliche Lebensmittel werden dich dauerhaft gesund und vital halten. Wen isst man nun diese, ich nenne sie Rosenbeeren? Nun, du hältst sie einfach an der Blüte fest und isst um sie herum. Die Kerne spuckst du wieder aus. Mache aber auf keinen Fall einen Tee daraus, denn das Vitamin C wird beim Kochen zum größten Teil zerstört. Danke fürs Zusehen.